Points voll sind, damit sie geleert werden können. Also, wir sind bereit, hier anzufangen. Noch einmal, willkommen zu dieser Session. Wir werden mit einem interessanten Talk anfangen von Sophie Hildner. Aber sie hat mir gesagt, tatsächlich ist es Sarah Hildner. Und sie wird über die Entdeckung von Sex in der Medizin reden. Also einmal eine Runde Applaus für Sarah, bitte. Vielen Dank. Wow. Vielen, vielen Dank für die Einführung und für die KuratorInnen dieser Session. Vielen Dank für das Auswählen meines Talks, weil ich wirklich sehr viel Leidenschaft für dieses Thema habe und ich hoffe, dass ich ein bisschen von dieser Leidenschaft an euch weitergeben kann. Ich bin wirklich komplett überwältigt davon, wie viele Leute hier sind und sich für dieses Thema interessieren. Da es eine Tech-Konferenz ist, dachte ich, dass ich etwas Technisches mache. Und ich weiß, dass es ein von Venture Capital finanziertes Tool ist, aber wenn ihr an Teilen dieser Präsentation teilnehmen wollt, könnt ihr auf menti.com gehen und den Code 303063 eingeben, also 303063, und ihr könnt mir helfen, ein bisschen Wissenschaft hier auf der Bühne zu betreiben. Ich weiß nur nicht, ob es funktioniert. Ich habe das bisher nur einmal auf Englisch gemacht. Auf Deutsch funktioniert es normalerweise ganz gut, aber wir werden sehen, ob das auch auf Englisch funktioniert. Und wenn ihr mitmachen wollt, genau, geht auf diese Seite. Ich sehe schon, dass ein paar Leute dabei sind. Ah, sie senden Herzen und Katzen. Oh, wie cool. Ihr könnt weiterhin auch mitmachen. Ich werde hier anfangen mit einer Geschichte. Und es ist eine Geschichte über einen Unfall. Ein Vater und ein Sohn fahren mit ihrem Auto. Und sie haben... Ah, das funktioniert nicht. Ah, Moment. Dann zeige ich euch das. Vater und Sohn fahren in einem Auto und sie haben einen Unfall. Sie werden beide abgeholt von Krankenwagen. Der Sohn wird an seinem Penis verletzt und wird zu einem anderen Krankenhaus gebracht als sein Vater. Sobald der Sohn in den OP-Raum kommt, sagt der Urologe, sagt die Person, die dort operiert, ich kann nicht operieren hier, das ist mein Sohn. Jetzt ist die Frage, wie sind der Sohn und die operierende Person verwandt? Schreibt einfach nochmal rein bei Menti, was euch erst als allererstes einfällt. Also nochmal ganz kurz, die Geschichte ist, der Vater und der Sohn fahren in ihrem Auto und sie werden in verschiedene Krankenhäuser gebracht und in dem Krankenhaus, wo der Sohn ist, sagt die Person, die dort operieren muss, ich kann hier nicht operieren, weil das mein Sohn ist. Ich würde euch gerne die Ergebnisse zeigen, aber das kann ich leider nicht bei dem großen Bildschirm anzeigen. Aber es gibt weiterhin Leute, die dort mitmachen und Fragen beantworten. Und ich werde euch eine Minute geben. Ich kann nur beschreiben, was ich sehe. Aber genau, ich kann das später nochmal irgendwo hochladen und das bei den Slides hinzufügen in der Präsentation. Also, das größte Wort, was hier auftaucht, was ich sehe, ist das Wort Mutter. Und danke, dass ihr das denkt, denn das ist eine Möglichkeit. Wenn ich dieses Experiment auf Deutsch mache, dann denken Leute normalerweise, ah, Moment, es ist der Stiefvater. Oder es ist vielleicht der Vater in einer homosexuellen Beziehung. Oder es ist vielleicht ein Adoptivvater. Also es ist normalerweise eine männliche Person, die irgendwie mit dem Sohn verwandt ist. Aber niemand denkt an die Mutter, denn Deutsch ist eine sehr gegenderte Sprache. Und wenn wir sagen Chirurg, dann sagen wir Chirurg und das ist für Männer. Und das benutzen wir sowohl für Männer als auch für Frauen, die Chirurgen sind. Also theoretisch könnte man Chirurgin sagen, aber... Das wird oft einfach nicht benutzt. Und das bringt mich zu dem Punkt, zum nächsten Punkt, was ich bereits erwähnt habe, wir leben in einer gegenderten Welt. Nur um euch einen kleinen Überblick zu geben, worum es in den nächsten Minuten gehen wird, darüber werden wir reden. Also was ist Sex und was ist Gender? Denn beide sind sehr, sehr wichtig, wenn es um Medizin geht. Die nächste Frage ist, wie ich versuche, das medizinische System zu hacken durch die Wissenschaft und die Forschung, die ich betreibe. Denn wenn es darum geht, um Männer und Frauen und andere Körper, die existieren, dass es das gibt, ist eine sehr neue Idee in der Medizin.
Und die wichtigsten Begriffe, die mit vorkommen werden, sind Sex, also das sind die Genitalien, Hormone und Gene. Es geht um die Gender-Identität, die auch in der Gesellschaft reproduziert wird. Es geht um den Gender-Ausdruck, also wie Leute ihr Gender präsentieren. Und dann werde ich euch auch noch ein Beispiel geben für einen Schlaganfall, das beste Beispiel für Sex und gendersensitive Medizin ist. Also, lass uns über Sex reden. Wenn ich Sex sage, also Geschlecht wahrscheinlich im Deutschen, dann meine ich den physischen Körper. Und ich rede über Genitalien, ich rede über Hormone, ich rede über Gene, Hüpfen, die Rate von Hüfte zu Schulter. Aber es gibt nicht nur zwei Geschlechter. Es gibt auch die Möglichkeit, die Option, was wir jetzt Intersex nennen, die es schon seit sehr langer Zeit gibt, aber einfach lange vernachlässigt wurde von der medizinischen Forschung. Und das bedeutet, wenn ein Baby geboren wird, das Erste, was Leute machen, ist, dass sie zwischen den Beinen schauen und sich fragen, können wir identifizieren, was da ist? Wenn wir das identifizieren können, bis zu diesem Jahr, dann hatten sie 7 Tage, um sich zu entscheiden. Aber wenn sie es nicht identifizieren konnten, dann hatten sie 7 Tage Zeit, um sich zu entscheiden, ob das Kind männlich oder weiblich ist. Und was ein Chirurg mir gesagt hat, war, naja, es ist einfacher, ein Loch zu bohren, als einen Stab zu bauen. Ich glaube nicht, dass man in gesundes Gewebe reinschneiden sollte, auch nicht, wenn es ein Baby ist. Man sollte es einfach nicht berühren. Man sollte das Kind einfach lassen, man sollte das Baby einfach alleine lassen. Und du wirst ihm wahrscheinlich eine Menge Ärger ersparen, besonders wenn es dann in die Pubertät kommt und Hormone sich entwickeln und der Körper sich einfach entsprechend entwickeln wird, sei es männlich oder weiblich oder einfach in eine dritte Option, die nicht klar zuzuordnen ist. Aber wenn einem ein Geschlecht bei der Geburt zugeordnet wird, dann trägt man das mit sich mit für den Rest seines Lebens. Wir sind diese Tradition gewohnt und die haben wir schon von den alten Griechen übernommen, die dachten, dass der männliche Körper das Ideal ist und der beste Ausdruck und die beste Art und Weise, wie ein Mensch existieren und sein kann. Und Frauen haben einfach ganz viel Feuer, das ihren Penis abbrennt. Und das ist wirklich eine Idee, die lange reproduziert wurde in der Medizin. Und das nennt sich der eingeschlechtliche Körper. Bis dann die Aufklärung kam und wir festgestellt haben, es gibt 2 Körper. Also alles, was bisher aus dieser eingeschlechtlichen Perspektive gesehen wurde, sie haben zum Beispiel Eierstöcke gesehen, sie haben dann zum Beispiel Eierstöcke gesehen und dann nicht mehr gedacht, dass es ein Penis ist, der falsch rum ist, sondern dass sie dann gesagt haben, vielleicht ist es etwas ganz anderes und sie hatten recht. Aber sie haben nur im Bikini-Modell darüber nachgedacht. Ein Begriff, den Mario Gatto vor ein paar Jahren erfunden hat. Denn die Idee ist, dass alles, was von einem Bikini bedeckt wird, ist quasi der Bereich der Gynäkologie. Aber natürlich gibt es auch noch andere Unterschiede. Und in der Gendermedizin gab es dann eine lange Bewegung, eine feministische Bewegung, die sich für Gendermedizin eingesetzt hat. Man hat diese bösen Feministinnen und die auch, und dank dieser Bewegung haben wir auch entdeckt, Moment, Männer werden auch diskriminiert. Und es gibt viele Krankheiten, wo wir das Risiko für Männer unterschätzen. Zum Beispiel was Depression angeht, Osteoporose und viele andere, die wir nicht einmal kennen oder wo wir nicht einmal wissen, dass es sie gibt. Genau, also Geschlecht, es geht um den physischen Körper, Genitalien, Hormone, Pheromone, Gene. All diese Sachen beeinflussen das medizinische, das medizinische Gesamtbild. Das führt zu verschiedenen Symptomen. Also für dich als Mann oder Frau, auch wenn du nicht binär bist, dann werden diese Aspekte immer noch beeinflussen, wie du zum Beispiel auf Medizin reagierst und auch wie oft du statistisch eine bestimmte Krankheit hast. Zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit für Frauen, einen Schlaganfall zu kriegen ist normalerweise später bei Frauen, statistisch gesehen 10 Jahre später. Und das ist. Und Männer haben einfach dieses Hormon nicht, was bei Frauen
dort zu Unterschieden führt. Aber es gibt auch ein paar Sachen, die sie gemeinsam haben. Es gibt jetzt Fragen zum Beispiel, wann ist Gender relevant und wann ist das Sex und das Geschlecht relevant. Ich habe jetzt viel über Gene und Hormone geredet, aber wir haben tatsächlich eine Art und Weise, wie wir unterscheiden können, ob die Gene die Gesundheit beeinflussen oder ob es die Hormone sind, die die Gesundheit beeinflussen. Das Four-Core-Genotype-Mausmodell und ich werde das versuchen, so leicht wie möglich zu erklären, dann ist es kompliziert. Wir haben also eine weibliche und eine männliche Maus. Wir haben also einen XY-SRI-Chromosomensatz bei der männlichen Maus. Diese Maus wird also keine Hoden entwickeln, denn sie hat eine Mutation. Es wird also keine männlichen Genitalien aufweisen. In der nächsten Generation werden wir vier verschiedene Phänotypen haben. Die weiblichen Versionen. Wir haben zwei verschiedene weibliche Versionen. Wir haben also ein XY und ein XX-Modell. Das XX-Modell ist eine ganz normale weibliche Maus und mit dem entsprechenden Hormonsatz. Die XY-Maus hingegen wird äußerlich eine weibliche Maus sein. Genetisch hingegen ist es aber eine männliche Maus. Wir können somit unterscheiden, ob die Hormone oder die Gene unterschiedlich sind. Bei den männlichen Mäusen haben wir eine XX, also eine weibliche Maus. Und sie wird sich deswegen also männlich entwickeln. Das ist also etwas, was Sie in der Forschung machen können. Und viele Experimente in der Wissenschaft werden also noch an Nagern durchgeführt. Die Pheromone wurden in den letzten Jahren festgestellt. Das sind also die Hormone, die Schweiß dazu bringen, dass es riecht. Wurde festgestellt, dass die noch eine sehr wichtige Rolle spielen. Und es wurde festgestellt, dass die Synchronisation des Menstrualzyklus, des weiblichen Menstrualzyklus, auf Pheromonen beruht. Und es wurde auch festgestellt, dass es darauf einen Einfluss hat, wie man Schmerz wahrnimmt und diese Wahrnehmung ausdrückt. Und je nachdem, welches Hormon man besitzt oder reagiert man unterschiedlich auf Schmerz. Es wurden also die Effekte dieser Hormone auf die Mäuse untersucht. Und es wurde festgestellt, dass je nachdem, ob eine Frau oder ein Mann die Experimente mit den Mäusen machte, auf den Schmerz wirkte. Wenn eine weibliche Wissenschaftlerin dieses Experiment reproduziert, geben die Mäuse früher zu, dass sie Schmerz empfinden. Wir können nun eine weitere Schicht hinzufügen. Wenn also nun ein männlicher Wissenschaftler seinen Laborkittel auszieht und seine weibliche Kollegin ihn anzieht und sie dasselbe Experiment durchführt, also das heißt, dass der Mann gar nicht anwesend ist beim Experiment. Es reicht also, dass die Pheromone in der Luft sind. Dieser Effekt braucht also nur 30 Minuten, um sich auszubreiten. Das bedeutet, dass eben die Pheromone eine sehr wichtige Rolle spielen. Es ist aber nicht Konsensus, in wissenschaftlichen Publikationen zu sagen, welches Geschlecht der Forscher oder die Forscherin hatte.
Wenn ich über Krankheiten spreche, also ich möchte euch ein Beispiel geben. Wir beschäftigen uns mit der Osteoporose. Osteoporose bedeutet, dass die Knochen brüchig werden und schneller brechen. Es wurde gedacht, dass es eine rein weibliche Erkrankung ist. Das ist aber nicht ganz richtig. Wir haben herausgefunden, dass Osteoporose bei Männern sehr stark unterschätzt wird. Dass es tatsächlich Männer ab 70 haben, also eine erhöhte Chance, an Osteoporose zu erkranken. In der Tat sterben sie sogar häufiger an osteoporosebedingten Brüchen. Und ich habe also nach Bildern gesucht über Osteoporose. Und ich habe nur sehr wenige gefunden, in denen Männer vertreten waren. Jetzt reden wir über Gender-Identität. Das ist, wie man sich im Kopf fühlt über sein Gender und wie sehr man sich darüber im Klaren ist oder mit sich selbst im Reinen ist, wie der eigene Körper aussieht. Was ich als Gender-Person, ich bin hier, ich identifiziere mich als eine Frau. Als wir über Sex geredet haben, ist es interessant zu wissen, herauszufinden, was andere Leute in ihren Hosen zu haben. Das ist sehr unhöflich zu fragen. Wenn du dich wunderst, dann vielleicht sagen sie es dir, wenn sie fertig sind. Aber wenn du nicht mit ihnen Sex haben willst auf einer beidseitigen Zustimmung, dann frag nicht, mach diesen Fehler nicht. Mit einer Gender-Identität weiß man auch nicht. Leute werden oder werden es dir nicht sagen, ob sie mehr weiblich oder mehr männlich sich identifizieren, aber sie können sich auch als nicht-binär identifizieren. Das heißt, sie identifizieren mit sich keinem von beiden und sind auch teilweise nicht komfortabel mit dem Körper, den sie haben. Wenn jemand euch das sagt, dann respektiert es einfach. Es ist toll, dass sie so viel Respekt haben, dass sie euch das sagen. Aber die Gender-Identität ist sehr stark von der Gesellschaft beeinflusst, denn es gibt auch Erwartungen von der Gesellschaft, wie wir uns verhalten sollen. Frauen müssen irgendwie weich sprechen und schön sein. Und ich weiß, dass ich hier in einer Gruppe von sehr privilegierten Leuten sind und ich freue mich. Es ist super, dass wir so eine Utopie bauen hier und wir leben hier in einer unterschiedlichen Gesellschaft, von der ich sehr hoffe, dass sie in den Mainstream kommt. Aber da ist sie noch nicht im Mainstream. Das sind Geschichten für Jungen und Mädchen, mit denen sie lesen lernen können. Ich überlasse euch herauszufinden, was für was ist, wenn ihr nur Englisch sprecht, sollte es einfach herauszufinden sein. Ich gebe euch nur einen Tipp, will nur eine Sache hervorheben. Alle bekannten Köche sind aber männlich und deswegen denke ich, haben sie einen Fehler gemacht hier. Wenn wir jetzt über, wie wir uns ausdrücken, dann seht ihr, dass ich das Mikro hinter mir halten muss, weil Kleider, die ich trage, haben keine Taschen. Also bitte macht weiter daran, das Kleid zu hacken, um sich auszudrücken. Gender-Ausdruck hat sehr dafür mit zu tun, wie man sich ausdrückt, wie man sich anzieht, wie man sein Verhalten auswählt. Und du und das Einhorn, das du bist, alles zwischen vollkommen weiblich und vollkommen männlich, alles ist okay. Wir sollen niemanden bestrafen, der sich da dafür sich nicht da einzuordnen. Beeinflusst Gender jetzt Medizin? Zum Beispiel Annahmen über die Häufigkeit von Krankheiten, wie anfällig man ist für Krankheiten. Wenn du ein junger Mann bist und erektile Dysfunktion hast, würdest du wahrscheinlich nicht glauben, dass es etwas ist, was dich getroffen hat. Wir fügen etwas Depression zu der Gleichung hinzu und das ist auch etwas, was Männer und Depressionen, es wird ein Thema, aber bisher reden Männer anders darüber, sie erfahren ihren Körper anders. Und sie haben auch, genauso wie Frauen glauben, dass sie keinen Herzinfarkt haben können, hat man zu seinem Gender
bestimmte Erwartungen, welche Krankheiten man bekommen kann. Und jetzt zur Interaktion mit den Ärzten. Ich habe vorher beschrieben, wie Männer und Frauen mit anderen Leuten interagieren, wie sie Sachen beschrieben, und das ist sehr unterschiedlich. Das kann sehr unterschiedlich sein. Und dazu kommt noch, dass wenn du eine Frau bist und du Geburtskontrolle bist, dann musst du jedes Jahr wiederkommen zu dem Gynäkologen. Wenn du ein Mann bist, dann ein männliches Kind, geht man zum Doktor, weil Mama dich gemacht hat, und dann geht man weiter. Hier war eine Stelle, wo man sehr krank war, und dann geht man weiter. Mit Anfang 40 muss man einen Prostata machen, und bis dahin hatte man nicht die Zeit, wie Frauen sich vorzubereiten auf die Interaktion zwischen mit Doktoren. Wir ändern die Sichtweise jetzt. Der Arzt guckt auch auf dich und erwartet etwas von deinem Gender, gewisse Umgangsweise, Verhalten. Und wenn man jetzt diese wenn man Druck hat von der Gesellschaft, weil man alleine die Familie ernähren muss, weil man Druck hat und dein Leben schlecht ist und du nicht weißt, wie man darüber reden muss, dann denke ich nicht, dass der Urologe der Erste ist, der das zeigen würde. Manche sind hervorragend. Ich will nicht Doktoren schlecht machen. Aber es hat alles damit zu tun, was Gesellschaft von uns erwartet. Und das bringt mich zu Normen und Stereotypen. Wir sagen, alle Männer sind so und alle Frauen sind so. Das ist mehr ein Stereotyp. Aber eine Norm ist etwas, was bestraft wird von der Gesellschaft, wenn man sich davon entfernt. Wenn du ein Mann bist und du auf einmal mitten in der Öffentlichkeit anfängst zu weinen, werden Leute in einer bestimmten Art und Weise reagieren. Und meistens ist es unschön, auch für eine Frau, die in der Öffentlichkeit weint. Das kann zur Ablenkung führen, aber für Männer ist es noch viel schwieriger. Und das ist etwas, was wir unterschätzen als Effekt. Wir alle beurteilen andere Menschen. Ich versuche es nicht zu machen, aber es ist sehr schwierig. Ich habe vorher über Depression geredet, und es ist mehr häufiger als Ängstlichkeit in Frauen, bei Frauen, und Männer nutzen mehr Medikamente, um das zu behandeln. Aber Suizide führen bei Männern sehr häufig zu Selbstmordversuchen. Und falls ihr die Möglichkeit habt, zu reden oder euch traut zu reden, darüber zu reden, dann sehr gut, weil es ist ein wirkliches Problem. Wir wollen jetzt darüber reden, wie wir Depressionen tatsächlich messen. Alle Maße und Skalen, die wir haben, sind alle dazu verhalten, dass man traurig ist, dass man Schlafprobleme hat, wenn man seinen Körper nicht so gut kennt und nicht weiß, wie man darüber redet, wenn man nicht weiß, wie man sich ausdrücken soll vor einem Arzt, dann verpassen Sie vielleicht einfach die Hinweise. Vielleicht sind Sie einfach nicht gewohnt, männliche Depressive zu sehen, weil es könnten die Verantwortung sein. Es könnte sein, dass man wäre gerne bei seinem Kind zu Hause, aber man kann es nicht, weil wenn man seinem Chef erzählen würde, dass man gerne zu Hause bleiben würde mit seinem Kind, dann geht das, dann wird man gefeuert. Und auch wenn man die kleinen blauen Pillen nimmt, wieder bei erektile Dysfunktion, dann behandelt das nur die Symptome und nicht die Ursache. Und das ist etwas, was wir sehr oft haben, dass wir nur die Symptome behandeln und nicht die Ursachen. Und deswegen finden wir auch keine wirklichen Lösungen. Also ich habe herausgefunden, dass Sex und Gender sehr unterschiedlich sind, und wir werden jetzt zu einem Beispiel gehen, zum Herzinfarkt. Ich will kurz sagen, dass wie man sich zu anderen Leuten verhält, wie man sich angezogen fühlt, das beeinflusst auch die Gesundheit. Wenn man eine lesbische Person ist und nie zum Gynäkologen geht für Verhütung und sowas, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man
dass der Krebs erkannt wird, geringer, weil man nie zum Arzt geht und nie überprüft wird. Weil man nie zum Arzt geht. Wenn man ein homosexueller Mann ist, dann war man davon war man nicht erlaubt, Blut zu spenden. Jetzt darf man das, aber man muss ein Jahr lang muss man sich enthalten. Ich werde nur mit dem zweiten Teil der Präsentation beginnen, aber vorher, da ich auch Physiotherapeutin bin, möchte ich mit euch eine kleine Atemübung mit euch machen. Steht auf. Nein, bleibt sitzen. Lehnt euch ein bisschen nach vorne, bewegt euch ein bisschen auf eurem Stuhl. Genau, setzt euch gerade hin. Und atmet tief ein. Und ausatmen. Und noch einmal tief einatmen. Halten. Und alle Männer atmen aus. Sehr gut. An die Frauen. Haltet die Luft noch an. Die nicht-binären Personen können weiterhin atmen, denn ihr werdet nicht erwähnt. Das tut mir leid. Ich versuche es. Die Frauen halten noch die Luft an. Ja, sehr gut. 15 Sekunden. Gut, atmet weiter. Tatsache ist, dass es bei Frauen 15 Minuten länger braucht, wenn sie einen Herzinfarkt haben, die Notaufnahme zu erreichen. Also ich meine, früher waren es 90 Minuten, das ist schon ein großer Fortschritt. Im Herzinfarkt, das ist einer der bestuntersuchtesten Fälle. Ihr habt vermutlich schon davon gehört, aber ich werde nicht müde, diese Daten immer noch zu verwenden. Und ich habe die neuesten medizinischen Bücher studiert und viel dort drin gefunden. Also wenn wir über die Unterschiede der Herzinfarkte zwischen den Geschlechtern sprechen, müssen wir uns die Symptome anschauen. Also typischen Symptome eines Herzinfarkts sind also Schmerzen in der Brust, Schmerzen in der linken Körperseite und kalten Schweiß. Und man muss dann sofort natürlich sich ins Krankenhaus begeben. Ich wurde, als ich selbst medizinisch tätig war, wurden mir neue Fakten zugeteilt. Und das heißt tatsächlich, dass die Symptome des Herzinfarkts bei Frauen sind Schwäche, also Atemnot, Rückenschmerzen und Übelkeit. Das heißt, wir sagen ihnen dann, dass sie sich hinsetzen sollen und das war es dann vielleicht auch. Und das ist einer der Gründe, warum die Frauen so spät ins Krankenhaus kommen. Und das andere ist natürlich das Bewusstsein. Das heißt, wenn man die Leute fragt, wovor haben sie Angst, woran sie sterben werden, dann sagen sie Krebs. Und wenn sie also auf die Daten von 2015 aus Deutschland schauen, dann haben wir tatsächlich, dann sehen wir auf der linken Seite, dass alle die Hauptkrebsarten weniger tödlich sind als Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems. Und das Hellblau sind also die Frauen. Dann sehen wir, dass die Todesursache bei Frauen, der Herz-Kreislauf-System, also viel prominenter ist. Und wenn wir uns jetzt anschauen, dass tatsächlich das weniger Männer an Brustkrebs sterben, das ist wahr, aber in der Tat sterben tatsächlich Männer auch an Brustkrebs. Und das sterben also weniger Frauen an Krebs an als Herzinfarkten. Und wenn wir jetzt dann haben wir also 43% der Frauen, die daran versterben. Das ist natürlich nicht 50%, aber immerhin. Also das Bewusstsein, wie anfällig ich für eine bestimmte Krankheit bin. Das heißt, dann, wenn wir das wissen wollen, dann sollten wir uns die Symptome eben bei Frauen auch anschauen und das Bewusstsein bei Frauen. Das heißt, mittlerweile wissen Frauen das und wir können uns zum nächsten Punkt weiter bewegen. Also. Wir werden also sehen, dass es einen Bias gibt, also eine Voreingenommenheit, die dafür sorgt, dass Frauen
und dass Frauen also später ins Krankenhaus gelangen und eben auch falsche oder andere Medikamente bekommen, als sie bekommen sollten. Und zum Beispiel bei Männern hilft es also, wenn man ihnen Aspirin oder Acetylsalicylsäure gibt, damit sie nicht noch einmal einen Infarkt erleiden. Tatsächlich schützt es Frauen aber nur vor Schlaganfällen. Wir wissen noch nicht genau, warum das so ist. Das ist aber das, was die Daten im Moment zeigen. Also verschiedene Geschlechter können unterschiedlich auf Medikamente reagieren. Also seit mehr als 30 Jahren wissen wir das schon. Und warum muss ich euch das dann eigentlich alles noch erzählen? Und das ist der Grund dafür, ist eben dieses Bias in den medizinischen Fachbüchern, die ich angeschaut habe. Die Medizin ist also sehr fokussiert auf einen männlichen Körper. Ich habe mir also viele Bilder angeschaut. Ich weiß nicht, ob ihr hier ein Muster erkennen könnt. Also, als ich das, ich wurde gewarnt, dass der Talk vielleicht zu lang sein könnte, als ich all diese Bilder angeschaut habe. 43% der Frauen, wir erinnern uns mit dieser Geschichte mit den Herzinfarkten. Und wir sehen in Büchern vor allem natürlich gezeichnete Bilder und nicht Fotografien. Das heißt, wir haben eine Insensitivität gegenüber dem Geschlecht. Wir untersuchen also etwas an einem Geschlecht und übertragen es einfach aufs andere, ohne zu wissen, ob das überhaupt geht. Wir haben also verschiedene besondere Patientengruppen, also zum Beispiel ältere Patienten. Und herzlichen Glückwunsch an alle Frauen. Wir gehören also in die Gruppe der chronischen, speziellen, besonderen Erkrankungen. Und grundsätzlich sollen wir eben natürlich das Gleiche, soll für uns das Gleiche vorgehen wie für Männer gelten. Wir werden also gleich behandelt wie die Männer. Es gibt also sozusagen eine Doppelmoral oder einen doppelten Standard. Sie werden, also, ich habe also hier etwas übersetzt aus einem Textbuch, was man tun soll, wenn eine Person einen Herzinfarkt hat. Der Patient soll also nicht bewegen und eng anliegende Kleidung sollte gelockert werden. Ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und natürlich gerade in deutschen Textbüchern kommt es eben vor, dass man nur ein Geschlecht verwendet, also das generische Maskulinum, und dass Frauen einfach impliziert werden. Ein Buch war sehr ehrlich. Es bezieht sich also wieder auf Aspirin. Für Frauen liegen also ungenügende Daten vor. Das heißt, das müssen dann die Studenten selber herausfinden. Ich habe nun also viel über die Unterschiede zwischen den Geschlechtern gesprochen. Es gibt natürlich aber auch Ähnlichkeiten. Es gibt natürlich eben die Intersex-Differenzen als auch die Intrasex-Differenzen und beide müssen beachtet werden. Ich habe ja so diese zwei Grafiken und einer davon ist die weibliche und das andere die männliche Bevölkerung. Und diese Striche zeigen eben, wie groß der Unterschied im Durchschnitt ist. Und hier sieht man die Unterschiede innerhalb der Gruppen. Also was sind die Unterschiede zwischen verschiedenen Männern und zwischen verschiedenen Frauen untereinander. Und die sind deutlich größer, diese Unterschiede, als dieser durchschnittliche Unterschied. Aber die schauen wir uns gar nicht an. Also was wir als erstes tun sollten, ist, dass wir die Forschung in Männer und Frauen unterteilen sollten. Es tut mir wirklich sehr leid wieder, dass ich nicht-binäre Personen hier nicht mit einbeziehe. Aber die Medizin entdeckt diese Binarität an sich erstmal nur gerade. Und ich glaube, es wird noch eine Weile dauern, bis wir zu Gender und Sex als Spektren kommen. Und wir müssen aber irgendwo anfangen. Und wir müssen diese zwei Gruppen finden, um sie wirklich untereinander und im Vergleich zueinander
untersuchen müssen. Aber warum ist das noch nicht Teil des Mainstreams? Ich habe viele ExpertInnen im Bereich der Gendermedizin interviewt und ich habe ein Zitat von einem Nobelpreisgewinner mitgebracht. Herr Tim Hunt hat 2015 vor 3 Jahren gesagt, ich erzähle euch über meinen Ärger mit Mädchen. 3 Dinge passieren, wenn sie im Labor sind. Du verliebst dich in sie, sie verlieben sich in dich und wenn du sie kritisierst, weinen sie. Vor 3 Jahren. Aber nein, es gibt natürlich überhaupt keine Bias und keine Stereotype und Voreingenommenheit in der Medizin. Hier sind ein paar Erfahrungen von Leuten, die PionierInnen sind in diesem Bereich. Manche dachten einfach nicht, dass das kein Problem ist. Sie dachten, ich bin das Problem. Wenn du als Kardiologe gearbeitet hast für 25 Jahre, dann musst du jetzt auf einmal lernen, dass du vielleicht Sachen Patientinnen angetan hast, die einfach nicht richtig waren. Es ist nicht sehr einfach, das zu akzeptieren. Und das kann man verstehen. Das ist Teil deiner Identität, wenn du dachtest, dass dieses Wissen korrekt war. Und das ist wirklich eine sehr schwere Pille zu schlucken, dass du vielleicht Leute getötet hast tatsächlich, dass du ihnen vielleicht zu viel Medizin gegeben hast, eine Überdosis. Und ich weiß, dass es diesen Widerstand gibt und dass wir etwas gegen diesen Widerstand tun müssen. Aber wir müssen trotzdem einfach das System verändern. Wir können nicht um das System herumarbeiten. Eine letzte Sache noch. Es gibt auch Widerstand, weil manchmal Gender mit einem feministischen Ideologie assoziiert wird. Und ich sage, natürlich bin ich Feministin, aber was ich gerade mache, ist basiert auf der Theorie und nicht der Ideologie des Feminismus. Und ich möchte es in praktische Forderungen für Bildung und die Praxis umwandeln. Also wir als gendersensitive ForscherInnen stoßen wirklich auf sehr viel Widerstand in unseren eigenen Forschungsumgebungen. Und Gender wird wirklich sehr so als, vielleicht da vorne, das können die Sozialwissenschaften irgendwie machen. So wird es ein bisschen angesehen. Wir versuchen es. Also ich bin eine Soziologin, ich arbeite in einer medizinischen Fakultät, aber es ist sehr schwierig, weil es 2 verschiedene Kulturen sind. Und jetzt reden wir noch ein bisschen über neue Probleme, die ich in meiner aktuellen Forschung entdeckt habe, Algorithmen. Es gerade beginnt das neue Jahrzehnt der computergestützten Diagnostik. Also wenn wir DoktorInnen, ÄrztInnen helfen möchten, die richtigen Entscheidungen zu fällen, dann brauchen sie Daten dafür. Die ganzen Bücher, die ich eben gezeigt habe, sind so aus 2008 bis 2012. Das sind die neuesten Editionen dieser Bücher und die sind in etwa mindestens einem Drittel der Büchereien in Deutschland verfügbar. 1 davon war sogar in allen medizinischen Büchereien in Deutschland verfügbar. Und wenn jetzt dieses Wissen an Algorithmen weitergegeben wird, die dann Teil dieser computergestützten Diagnostik sind, dann werden wir den Bias ja nicht los. Und ich weiß, dass es sehr viel Forschung zu dem Thema gibt, aber ich würde euch auch gerne einladen zu einer Konferenz, die in der Radboud-Universität in Nijmegen passieren wird. Da geht es um Bias in künstliche Intelligenz und Neuroscience, eine interdisziplinäre Konferenz. Die findet vom 17. bis zum 19. Juni 2019 statt. Wenn ihr etwas wisst und etwas beizutragen habt, dann bitte submittet dort etwas. Und ich möchte euch auch die Möglichkeit geben, nochmal zu Menti zu gehen und dort jegliche Ideen, die ihr vielleicht habt, reinzuschreiben und zu submitten. Ich werde das vorlesen, wenn ich kann. Genau. Okay. Ich würde euch das wirklich gerne zeigen, aber ich kann das nicht. Ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert, aber das Erste ist KI loswerden und abschaffen. Ich mag das. Also ich habe gehofft, dass ich euch ein paar neue Einblicke bringen konnte. Vielen Dank, dass ihr hergekommen seid und mitgemacht habt bei der Präsentation. Und bitte kontaktiert mich auf Twitter. Und wenn ihr noch Fragen habt, die ich im Q&A nicht beantworten konnte, dann könnt ihr mich auch auf Twitter kontaktieren. Aber ja, das Q&A beginnt jetzt, denke ich. Vielen Dank, Sarah, für diesen wunderschönen Talk. Wir haben jetzt Zeit für Fragen und gibt es Fragen? I see no
Ich sehe gerade keine dringenden Fragen. Also fange ich mal mit einer an. Ah, da ist jemand an Mikrofon 2. Deine Frage bitte. Mikrofon 2. Hallo? Ich habe eine kurze Frage, und zwar, genau, diese Zitate von Frauen, könnten Sie diese Fragen von Frauen, auf die Sie sich bezogen haben, könnten Sie mir da die Geschichte zu erzählen? Ja, das war Teil meiner Masterarbeit. Ich habe da 20 ExpertInnen im Bereich gendersensitive Medizin interviewt und ich habe sie gefragt, wie und ob sie solche Sachen bei ihren Unis implementieren konnten. Ich habe sie alle selber interviewt und das transkribiert und auch alles analysiert, warum es dort so viel Widerstand gibt und warum sich dort so wenig weiterentwickelt, weil es so ein breites Thema ist. Das betrifft wirklich alle Spezialitäten in der Medizin, aber genau, und jetzt wird es so ein bisschen als Seitenspezialität etabliert, was ein bisschen, das funktioniert nicht so ganz, das ist ein widersprüchlich. Aber dieser Teil der Medizin ist wirklich noch nicht so besonders alt. Das gibt es jetzt seit 20 Jahren, das ist im Endeffekt noch cutting edge und super neu in der Medizin, weil in der Medizin drehen sich die Räder deutlich langsamer als in der Technik. Dann machen wir mit Mikrofon 2 weiter. Hallo? Also als Frau habe ich heute zum ersten Mal gehört, dass es beim Herzinfarkt Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen. Und ich möchte dich nicht bitten, alle Symptome bei allen Erkrankungen aufzuzählen. Worauf sollten wir denn sonst noch so achten bei Erkrankungen? Also die unterschiedlichen Metabolismen bei Medikationen sind ein großer Faktor. Und normalerweise brauchen Frauen weniger Medizin, aber brauchen es öfter. Aber das ist wirklich etwas, was ihr mit euren ÄrztInnen diskutieren müsst. Aber ich war wirklich sehr überrascht, dass die meisten Medikamente, die rausgegeben werden, nicht entsprechend dosiert werden. Denn oft sind auch Frauen ein bisschen leichter, also wiegen nicht so viel. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich bin auch keine Ärztin, ich bin eine Soziologin. Also ich versuche das, also fragt wirklich eure ÄrztInnen, denn das sind die ExpertInnen und die müssten das recherchieren und euch dann entsprechende Antworten geben. Wir gehen weiter zum Mikrofon 2. Du hast auch über intersexuelle Menschen gesprochen. Ist dir schon mal Forschung begegnet in der Erkrankung von Intersexuellen? Untersucht werden oder wie sich dort die männliche und weibliche Seite widerspiegelt. Persönlich habe ich da keine Erfahrung und ich glaube, die Forschung in dem Bereich, das ist wirklich nicht besonders viel, denn es gibt wirklich noch nicht so viele ÄrztInnen, die da wirklich Expertise haben und sie misgendern oft die Leute und benutzen falsche Pronomen und es tut mir wirklich sehr leid zu sagen, aber trans und binäre Personen haben wirklich den längsten Weg noch vor sich. Denn das ist einfach, wir müssen das selber machen, denn sonst wird niemand das machen und sich darum kümmern, denke ich. Tut mir wirklich leid, das so zu sagen. Okay, I see a question at microphone 4. Ich sehe noch eine Frage an Mikrofon 4. Or are you guys just standing there? Oder steht ihr da nur so rum? Keine Frage? Ich habe eine Frage. Gut. Danke für den Vortrag. Ich bin Arzt. Also interessiert mich deine Meinung sehr zu der Entwicklung der digitalen Gesundheit. Aus einer soziologischen Perspektive, glaubst du, dass es besser wird? Oder werden einfach die alten weißen Männer durch junge weiße Männer ersetzt? Danke. Also der zweite Teil, ja, es ist wirklich alles noch sehr gegendert, denn das Wissen, das die Medizin braucht, wird gerade noch erforscht. Ich glaube, die alten weißen Männer werden nicht nur durch junge weiße Männer ersetzt, sondern auch durch junge weiße Frauen, die sich wie alte weiße Männer verhalten. Also es geht hier um die Medizin, ja, als Soziologin, das ist eine der traditionellsten und hierarchisch organisiertesten Kulturen in unserem gesellschaftlichen System.
Und Sachen bewegen sich dort und verändern sich dort wirklich extrem langsam. Und diese Machtverhältnisse, es werden nur sehr langsam ersetzt. Und ja, ich glaube nicht, ja, das tut mir wirklich sehr leid. Das ist auch etwas, womit ich leben muss. Aber ich mache immer noch meinen Job für euch und eure Kinder. Gibt es jetzt eine Runde Applaus dafür? Okay, Mikrofon 1, please. So, Mikrofon 1, bitte. Hallo, danke für deine Präsentation. About 60% aller Medizinstudenten heutzutage sind weiblich. Können wir darauf unsere Hoffnung setzen? Das ist vielleicht ein Wandel, aber es ist wirklich ein sehr langsamer Wandel und sehr langsame Veränderung. Aber ich muss sagen, dass ich sehr viel Hoffnung für die jüngere Generation habe. Denn mit jeder neuen Generation haben wir Leute, die Energie haben, die offener sind, die vielleicht einfach mit Repräsentation von POCs, von Transmenschen, von Intersex-Menschen gelebt haben, die da einfach ein bisschen mehr drüber wissen. Das fühlt sich natürlicher für sie an, deswegen gibt es dort weniger Widerstand. Das ist natürlich gut. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall zu Veränderungen führen. Denn wir können das nicht unterschätzen, wie viel Einfluss Popkultur auch haben kann. Ich glaube nicht, dass ich unbedingt Hoffnung habe, weil es mehr Frauen sind, die in die Forschung gehen, sondern dass einfach generell wir als Gesellschaft offener werden. Mikrofon 2, bitte. Vielen Dank, das war sehr interessant. Meine Frage ist, können wir die künstliche Intelligenz eher als Chance denn als Bedrohung begreifen? Denn ich habe auch in der medizinischen IT gearbeitet. Und ich glaube, im Moment werden sehr viele Daten von Patienten analysiert, sodass einfach nicht nur theoretisches Wissen wichtig wird. Ja, ich stimme dir absolut zu. Also KI und künstliche Intelligenz und eine neue Art und Weise, wie Daten analysiert werden, das ist wirklich sehr interessant. Und auch PatientInnen-Daten dazu benutzen, aber wir müssen wirklich es im Hinterkopf behalten, dass in den grundlegenden Annahmen, die dort benutzt werden, dass es dort eine Gender-Bias geben könnte. Und was ich mache in meiner Forschung ist, ich schaue mir an, wie wir Gender überhaupt als Variable mit einfliegen können in diese Gleichung und inwieweit das es beeinflussen könnte. Nummer 4, bitte. Hallo, danke für deinen Talk. Da waren sehr viele schöne Beispiele drin. Nur ein Beispiel, bei der ich mir nicht sicher bin, und zwar bezüglich der Synchronisierung des Menstruationszyklus. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob das noch zeitgemäß ist. Ich bin mir recht sicher, dass es in der Wissenschaft nicht mehr so betont wird. Ah gut, dann werde ich das weiter mir noch anschauen und vielen Dank für den Input. Nummer 2. Hallo. Ich habe mich gefragt, ob es vielleicht sinnvoll wäre, manchmal gar nicht auf das Geschlecht, sondern direkt auf die Gene einzugehen. Denn die Gene sind ja etwas sehr Komplexes. Das könnte also vielleicht für viele Fragen einfacher sein. Denken Soziologen über so etwas nach? Ich habe da bisher noch nicht drüber nachgedacht, aber wenn du Zeit hast, das klingt sehr interessant und vielleicht können wir danach noch darüber reden. Zum Beispiel in der Neurowissenschaft, da gibt es einfach die Gene, die das Gehirn beeinflussen, je nachdem, welches Gen exprimiert wird, beeinflusst das eben zum Beispiel sowas wie Nikotinabhängigkeit oder Rauchen und natürlich dann eben auch Herzinfarkte. Und natürlich beeinflusst es das Geschlecht, aber eben auch die Gene. Und vielleicht ist eben das Geschlecht irgendwann einfach nur einer unter vielen Faktoren. Natürlich ist es nicht der einzige Faktor, aber wir müssen danach suchen, denn bisher hat sich das niemand wirklich angeschaut und Gender wurde nicht systematisch in die Forschung integriert. Manchmal, also manchmal gibt es Gruppen von männlichen, weiblichen Mäusen oder PatientInnen und die werden aufgeteilt, aber manchmal werden die Gruppen nicht mal aufgeteilt. Also es gibt also Gender an sich ist noch nicht mal systematisch als Variable in die Forschung integriert. Und ich bin wirklich dafür, das zu machen erstmal. Also diesen Schritt erstmal zu machen, weil wir damit anfangen müssen. Wir müssen erstmal damit anfangen, dass wir überhaupt nach diesen geschlechtlichen Unterschieden, nach diesen Sexunterschieden schauen müssen. Aber wir müssen es halt einfach wissen, ob es diese Unterschiede gibt, selbst wenn wir es vielleicht keine finden. Mikrofon 4, bitte.
Danke, danke für den Talk. Was mir sehr gut gefallen hat, war der Teil, in dem du gesagt hast, dass die Forschung von dem Geschlecht des Experimentators beeinflusst wird. Es wäre doch interessant, eben Daten auch zu Intersexuellen zu erheben. Gibt es Forschung darüber, also Metaforschung, wie oft Daten erhoben werden zu intersexuellen Menschen in der Forschung? Oder gibt es da nicht genügend Daten? Oder gibt es andere Wege, das zu erforschen? Ich glaube, die meisten Versuche werden fragen, ob du männlich oder weiblich bist. Und wenn du intersex bist, dann kannst du oft einfach nicht teilnehmen. Das ist dann ein Ausschlusskriterium, weil das Sample zu klein wäre. Und deswegen müsstest du die Leute aus statistischen Gründen ausschließen. Tut mir leid. Ich glaube, da ist noch eine Frage. Mikrofon 2. Also so wie ich das verstehe, gibt es eine lange Zeitlücke, einen Zeitsprung. Das heißt, also Männer warten lange sozusagen, bis sie ihren Schmerz behandeln lassen. Hast du Ideen, wie wir damit umgehen könnten? Puh, das ist wirklich ein sehr komplexes Thema. Und die Forschung, die ich dazu gelesen habe, sagt, dass Frauen trainiert werden, ihre Care-Arbeit wirklich an die erste Stelle zu setzen, dass sie sich um die Kinder kümmern müssen und erstmal den Abwasch fertig machen müssen. Das ist das, was sie wirklich lernen. Und das klingt wie ein Stereotyp und sehr altmodisch, aber das sind wirklich Stereotype und Denkweisen, die es noch gibt. Denn wenn du dein ganzes Leben lang trainiert wirst, so zu denken, dann ist es wirklich, du wirst dann dich weniger um dich kümmern und nimmst deine eigenen Schmerzen dann nicht so ernst. Nummer 4, bitte. Ich habe eine Frage über die Prävalenzzahlen von Herzinfarkten bei Frauen. Also haben Frauen tatsächlich weniger oft Herzinfarkte? Oder ist es so, dass die Herzinfarkte nicht als solche erkannt werden? Das ist eine sehr gute Frage. Also das ist wirklich sehr schwer zu sagen. Aber wir müssen danach suchen. Es kann auch sein, Männer können auch diese weibliche Version in Anführungszeichen des Herzinfarkts haben und das kann dann nicht diagnostiziert werden und dann können sie nicht gerettet werden. Weil wir das eben nicht erkennen basierend auf diesen Symptomen. Aber wir müssen uns das wirklich anschauen. Und wir müssen uns anschauen, warum Leute sterben. Und eine Autopsie wird oft nicht vorgenommen, gerade wenn jemand schon alt ist. Weil, ja, also ich denke, da gibt es ein paar Sachen, die man verbessern könnte. Nummer 2, bitte. Hallo, danke. Ich frage mich, ob du vielleicht Daten zu diesen Fragen hast, die die traditionelle Medizin nicht abdeckt. Nee, habe ich bisher leider noch nicht. Das tut mir leid. Also wenn irgendjemand da Daten hat, dann sagt mir Bescheid. Lass es mich wissen. Okay, I think gut, ich glaube, es gibt keine Fragen mehr. Danke an euch für die Diskussion und natürlich vor allem vielen Dank an Sarah für diesen wunderschönen Talk. Danke auch fürs Zuhören in der Übersetzung. Wie immer könnt ihr uns Feedback geben, wenn ihr zugehört habt, es gut fandet, schlecht fandet, falls ihr anderweitig Feedback habt, aber vor allem...